Es spricht Kapuzinerpater Erich Purg aus Münster. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Einige Urlaubsfotos. Ab und zu nehme ich die Bilder in die Hand und denke an die Ferien zurück. Viele haben in diesen Wochen voller Spannung ihre Urlaubsfilme entwickeln lassen. Sie zeigen die Bilder ihren Bekannten und erzählen von ihren Erlebnissen. Solche Bilder sind wie Farbtupfer im Grau des täglichen Einerlei. Ohne sie wären wir ärmer. Von Erinnerungen erzählt auch die Kindergeschichte Frederik. Eine Familie Feldmäuse sammelte Vorräte für den Winter. Alle sammelten fleißig, alle bis auf Frederik. Frederik, warum arbeitest du nicht? Fragten sie. Ich arbeite doch, sagte Frederik. Ich sammle Sonnenstrahlen für die grauen, dunklen Wintertage. Ich sammle Farben für die grauen Stunden. Auch wir leben von den Erinnerungen. Von den Erinnerungen an festlich frohe Stunden. Hat nicht mancher in schwerer Zeit durchgehalten, weil er wusste, dass das Leben nicht nur aus grauen Tagen besteht? Man sagt zwar, Erinnerungen verklären und vergolden die Vergangenheit, verwandeln, was gestern war, zur guten alten Zeit. Aber wir können ohne ein paar gute Erinnerungen gar nicht weiterleben. Verehrte Zuschauer, alle Religionen schöpfen aus der Erinnerung, überliefern vergangene Ereignisse. Die Bibel erzählt, wie Gott sein Volk Israel geführt und errettet hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Mit dieser Erinnerung an den Auszug aus Ägypten beginnt der Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat. Immer wieder mahnen die Propheten, erinnert euch doch, wie Gott eure Väter errettet hat. Höre Israel, hab Acht, denk daran, erinnere dich, vergiss nicht, so kann man es im Alten Testament oft lesen. Aus der Erinnerung kommt die Verheißung, Gott ist treu, er wird auch euch erretten. Verehrte Zuschauer, der christliche Glaube lebt aus der Erinnerung an Jesus Christus. Tut dies zu meinem Gedächtnis, hat Jesus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern gesagt. Morgen am Sonntag werde ich mit der Gemeinde Eucharistie feiern. Wir denken an den Tod und die Auferstehung des Herrn. Wir brechen das Brot und erinnern uns an den, der sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat. Aus der Erinnerung kommt die Verheißung, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Woran wir uns erinnern, darauf dürfen wir hoffen. Um unserer Zukunft willen dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, sagt ein Psalm. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.